Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und wir haben gerade Odin mal shoppen gemacht, und da habe ich jetzt mal geguckt, die Oral-B, die habe ich gefunden bei Amazon und woanders, einmal bei Amazon für 49 Euro und woanders 69, aber bei Amazon ist er gerade runtergesetzt von 69 auf 49, und das ist die, und ich habe die für einen 20 gekriegt, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Schnäppchen. Beim Grill habe ich noch nicht geguckt. Den werden wir jetzt aber mal auspacken, weil meine Frau hat gesagt, dann pack den doch mal aus, mach ein Video drüber, da freuen sich die Leute, außerdem weiß ich dann auch, wie der drin aussieht. Deswegen habe ich gedacht, naja, machst du da schnell ein Unboxing. Weil ich hätte jetzt so mit Karton erstmal in den Schrank gestellt, bis wir es dann irgendwann mal brauchen. Mir sind nämlich jetzt langsam auch echt knapp mit Platz, wo ich das alles hinstelle. Weil ich habe einen Flur, einen Schrank, da steht schon Fritteuse drin, Warmhaltetöpfe, also wenn wir draußen essen, so Warmhaltetöpfe, Raclette, das nimmt ja auch ordentlich Platz weg. Also mit Platz ist bei mir echt Mangelware momentan. Ich denke mal, den werden wir... Ach, hier ist noch... Steckdose. Den werden wir auf den Schrank in der Küche stellen. So. Na, halt still. So. Dann haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Ich bin Mann, ich brauche keine Bedienungsanleitung. Nochmal eine Bedienungsanleitung. Originalbedienungsanleitung. Originalbedienungsanleitung. Ja, ich habe die zweimal drinne. Wartet mal. Steht auch beides Originalbedienungsanleitung unten drauf. Also hier. Und beim anderen genau das gleiche. Oh, gucken wir mal. Einführung. Bis Seite 19 geht's. Entsorgung. Technische Daten. Das ist jedenfalls alles in Deutsch. Das ist auch in Deutsch. Also falls jemand von euch den Grill auch hat und bei ihm keine Bedienungsanleitung war, ich habe eine zu vergeben. So, elektronischer Grill, Garantieurkunde haben wir auch noch mit bei. Jetzt wird es lächerlich. Ich habe auch noch eine Garantieurkunde zu vergeben, das ist zwar auch zweimal drin. So. Na komm her. Das ist der Stecker. Ah, hier. Mit so einem langen Ding, warum, weiß ich auch nicht. Ob sich das nicht mal abnutzt oder so. Und dann kann man hier auf dem Ding die Wattzahl einstellen. Also die, na Watt steht hier nicht, hier steht nur Mini. Null Mini Maxi. Einrasten tut da auch nichts. Also hier. Der ist auch nicht gerade fest, also. Also man kann es nicht überdrehen, aber naja. Mensch, für 20 Euro. Oh, der ist größer, als ich gedacht habe.
So, das ist der ganze Grill. Da haben wir jetzt hier oben einmal eine Tüte, da ist dann halt Grill. Seht ihr das hier? Das ist der Grill. Und hier haben wir dann auch noch was zum Warmhalten oder für Brot zum Raufmachen oder so. Und auf der anderen Seite sieht es dann so aus, dass dann hier Metall ist. Achso, da seht ihr das, das Metall. Und da ist dann der Griff befestigt. Ich hoffe nicht, dass das mal durchschmuckt, aber naja. Und hier ist dann die ganze Heizplatte drunter, der das ganze Ding halt heiß macht. Na, sollte aber eigentlich auch bei Metall richtig schnell laufen. Und da unten, und hier geht es dann raus, und da haben wir dann zwei große fette Kontakte und so lang. Warum man da unbedingt so einen Kontakt braucht, weiß ich auch nicht. Also wenn jemand von euch das weiß, warum wir jetzt hier das so machen, da ist so das Rädchen hier so ein bisschen drunter. So. Also man kann es noch drehen, aber ist so ein bisschen versteckt drunter. Warum man gerade so einen fetten Pinöpel ran macht und nicht einfach eine normale Steckdose. Ach so, alles klar. Alles klar. Damit die Hitze da nicht so weit dran geht, weil wir sehen, da haben wir dann Luft zum Kühlen und da ist das Metallding und hier sind die Beinstecker. Und dadurch soll das Plastik dann wohl nicht weich werden. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht. Also hier geht ja die Hitze aus. Von da. Hitze dann hier. Und hier auch Plaste. Also. Und da ist es dann hier befestigt. Ob. So. Hier haben wir dann noch so braun oder so was isoliert. Ob das auf Dauer so gut ist und nicht weich wird, das Plaste. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ist auch mein erster Grill. Was haben wir hier? War da eine Aluschale, aber ich denke mal, das ist für hier unten zum Reinmachen. Ja. Passt auch. Ist auch fast so dafür ausgespart, dass man das da reinlegen kann. Also der ganze Rahmen ist echt leichte Plaste. Und da kommt das dann halt hier so rein. So, also wenn da hier so ein bisschen was weggeht, dann flutscht das dann durch. So. Und das, also das ist sehr biegsam. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil wenn das jetzt hier oben drauf steht, ich stelle das mal oben rauf, so. So. Nee, das ist locker. Also das ist vielleicht nur zur Sicherheit oder so. Und Tropfschutz, weil der tropft ja dann da durch, denke ich mal, dass man denn da so einen Tropfschuss hat. Aber der ist größer, als ich gedacht habe. Ja, und den können wir denn jetzt demnächst benutzen zum Grillen. Also ich kann euch da noch nicht genau sagen, wann wir den testen werden, aber ich denke mal, so hoffe mal so schnell wie möglich. Und dann kann ich auch mein erstes Feedback dazu geben, wie er sich jetzt geschlagen hat, ob er genug heiß geworden ist, ob es gut geschmeckt hat und vor allen Dingen, ob unten irgendwas verbogen ist, ob Plaste weggeschmuckt ist oder irgendwas, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich dann sehen, wenn es dann soweit ist, wenn ich dann das benutze. So, bis dahin würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare posten und sobald ich den getestet habe, was ich denke mal in den nächsten Tagen passieren wird, kann ich euch denn die Fragen, denke ich mal, auch beantworten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.